Hallo, du bist auf einem Mathe Campus Video zum Thema Mathematik, Teil 3. Und in diesem Teil 3 geht's um Werkzeug. Mathematik als Werkzeug. Übersicht. Also in diesem Teil möchte ich euch eine Übersicht geben über das Werkzeug Mathematik, quasi. Was für Werkzeuge gibt es da und wie bringt man sie zur Anwendung? Oder nennen wir es elementare Werkzeuge, weil das ist sicher keine vollständige Übersicht. Elementare Werkzeugeübersicht im Bereich der Mathematik. Los geht's. Also der letzte Teil, nur noch zur Wiederholung. Hat was mit der Erklärung zu tun gehabt, warum sozusagen die Mathematik essentiellst eigentlich dabei hilft, die Welt eindeutig zu beschreiben. Und dahingehend möchte ich noch einmal aufbauen und euch eine Übersicht geben. Also ihr könnt euch den Teil 2 noch einmal anschauen, da kommt es noch einmal klarer raus. Trotzdem hier noch einmal zur Wiederholung. Also, Mathematik findet dann eben Einsatz, wenn man ein Problem hat. Was für ein Problem, lasse ich jetzt mal weg. Mathematik kann dabei helfen, Probleme zu lösen. Und die erste Aufgabe ist sozusagen, das Problem mathematisch zu formulieren. Beziehungsweise mathematisch beschreiben eben. Also erstes Problem. Eigentlich könnte man sagen, Problem beschreiben. Okay? Und das zweite ist dann eben schon das Problem mathematisch beschreiben. Das haben wir dann da. Aber die Weltkugel daher. Zweitens, Problem mathematisch beschreiben. Und eine mathematische Beschreibung, das haben wir eben gelernt, ist eben eindeutig. Das ist sozusagen die Hauptherausforderung in der Mathematik. Das ist das, was am meisten Hirnpower erfordert. Deswegen zeichne ich euch da jetzt gleich ein kleines Hirn her. Das ist die Kunst. Okay? Ein Problem, das man in der Realität hat, da in der Welt oder wo auch immer, so zu beschreiben, dass es eben mathematisch beschrieben ist. Und wie wir das schon wissen, Mathematik hat irgendwas mit Zahlen zu tun. Und ein paar andere Sachen, aber das lasse ich jetzt einmal weg. Das ist ein Gehirn, passt. Ich glaube, ich muss da ein Gesicht machen, damit das eindeutig rüberkommt. Das braucht Brain. Okay, das kann kein Computer machen. Der nächste Schritt, habe ich mal eine mathematische Beschreibung, dann kann ich damit arbeiten. Dann kann ich damit rechnen. Und in einem vierten Schritt kann ich das dann eben dann in der Realität anwenden. Anwenden. Das ist der nächste Schritt, der Brain braucht, okay? Da brauchen wir wieder unser Brain. Rechnen zum Beispiel, das ist der Teil, der eigentlich hauptsächlich trainiert wird in den Schulen. Das ist eigentlich der Teil, wo man am wenigsten Brain braucht, weil der Teil kann eigentlich ein Computer auch machen. Also das können Computer machen. Sehr gut mittlerweile. Nur ein Problem zu beschreiben und das Problem dann mathematisch formulieren, das ist der Teil, der Brainpower braucht, der dann letzten Endes im Prinzip auch den Mathematiker ausmacht, okay? Also das macht wirklich den Mathematiker aus. Wenn jetzt zum Beispiel jemand gut im Rechnen ist und in der Schule gut im Rechnen ist, dann heißt es nicht gleich, dass er sich unbedingt als guter Mathematiker eigentlich schimpfen dürfte, sondern dann ist er von mir aus ein guter Rechner. Okay, aber ein guter Mathematiker ist eben das,
im Schritt 2. Und da das Ziel dieser Videoreihe das ist, euch aus euch Mathematiker zu machen, beschäftigt sich der nächste Teil hauptsächlich mit dem, wie man eben mathematisch Dinge beschreibt. Okay, also wenn ich jetzt wirklich einmal ein Problem mathematisch beschreiben will, dann muss ich vor allem eins wissen, nämlich wie funktioniert das Werkzeug Mathematik. Weil nur wenn ich weiß, wie das Werkzeug funktioniert, kann ich im Prinzip dann auch als Mathematiker ein Problem aus der Realität mathematisch beschreiben. Und ich sage es euch, so kompliziert ist dieser Werkzeugkoffer nicht. Ja? Also so viele Tools stellt sozusagen die Mathematik gar nicht zur Verfügung. Also das ist im ersten Schritt einmal die Arithmetik. Und die Arithmetik, also was ist Arithmetik? Arithmetik ist einmal das grundlegende Zahlenverständnis. Also Logik braucht man dafür auch, aber das lasse ich jetzt weg, weil Logik ist etwas, von dem ich glaube, dass das irgendwie jeder Mensch intuitiv hat. Und das andere ist dann das Maßeverständnis, beziehungsweise die Grundrechnungsarten. Also was ich damit meine, Zahlenverständnis, einmal alles über Zahlen, also die natürlichen Zahlen, die ganzen Zahlen, die rationalen Zahlen, die reellen Zahlen, die irrationalen Zahlen. Maßeverständnis, quasi wie das Einheitensystem funktioniert. Also das Einheitensystem. Was damit gemeint ist, ist Meter, Sekunden, Kilogramm und so weiter. Und die Grundrechnungsarten eben plus, minus, mal, dividiert, dann eben das Potenzieren, Wurzel ziehen und so weiter. Die Arithmetik. Diese drei Komponenten, 1, 2, 3 machen im Grunde die Arithmetik aus. Und die Arithmetik kann als Werkzeugkoffer verstanden werden. Das ist im Prinzip ein Werkzeugkoffer. Das ist unser Werkzeugkoffer 1. Und dieser Werkzeugkoffer 1, den nutzt man, um Zustände eindeutig zu beschreiben. Das ist der Punkt. Also um mehr geht es eigentlich nicht. Ich muss einfach nur wissen, okay, die Arithmetik brauche ich, um Zustände zu beschreiben. Da ist keine Zeit dabei, sagen wir. Zustände. Das ist damit ist alles gemeint zu einem bestimmten Moment. So, als wäre es eingefroren. Irgendwas. Sagen wir zum Beispiel, ich habe jetzt einen Menschen, der lebt ja. Und alles, was lebt, das wisst ihr ja, verändert sich immer. Alles, was lebt, ist in einem ständigen Veränderungsprozess unterworfen. Oder die ganze Welt, die Welt dreht sich ja ständig weiter. Aufgrund der Zeit dreht sich die Welt ständig weiter. Die Arithmetik beschreibt sozusagen nicht die Veränderung in dem Sinn, sondern beschreibt einen Zustand zu einem bestimmten Zeitpunkt. Zum Beispiel die Größe in Meter, sagen wir 1,8 Meter. Also was weiß ich, die Größe von Alex vorgestern 1,8 Meter. Lang. Okay.
Das ist einmal das erste wesentliche Werkzeug aus unserem Werkzeugkoffer, von dem man wissen muss, dass es das gibt und wozu es dient. Und zwar geht es eben um die Beschreibung von Zuständen. Und wie funktioniert sozusagen eine elementare Beschreibung von einem Zustand? Funktioniert so über drei Elemente. Ich habe eine Zahl, eine Einheit und eine zu beschreibende Eigenschaft. Also das Fremdwort für die zu beschreibende Eigenschaft ist Dimension. Also ich habe einmal die Dimension. Dann habe ich die Einheit. Und dann habe ich die Größe. Die Zahl. Größe, Einheit und die Eigenschaft. Das ist die Basis der Arithmetik. Okay? Das heißt, ich suche mir einen zu beschreibenden Aspekt oder beschreibenden Zustand heraus. Und mathematisch kann ich den Zustand beschreiben, indem ich mir überlege, okay, was ist jetzt die konkrete Eigenschaft? Dann brauche ich dazu eine Einheit und eine jeweilige Größe. Das ist die Basis. Habe ich keine Beschreibungen? Habe ich keine Beschreibungen auf der Ebene zum Beispiel so, kann ich damit auch nicht rechnen. Also sie habe ich jetzt zum Beispiel von jedem Schüler in der Klasse die Größe gemessen und so eindeutig beschrieben. Die kann ich ja messen, sagen wir mal, also von 20 Schülern. Messen, Ergebnis, dann kann ich damit in dem nächsten Schritt rechnen. Aber da waren wir dann da herunten. Kann ich rechnen damit. Aber rechnen tue ich dann wahrscheinlich auch nur dann, wenn ich weiß, was für Probleme ich habe, weil sonst rechne ich einfach nur zum Spaß. Aber sagen wir mal, das Problem ist, dass ich wissen will, was die Durchschnittsgröße von den Schülern ist. Also sobald ich zum Beispiel von jedem Schüler die Größe habe, kann ich dann die Durchschnittsgröße berechnen. Also in welchem Fall würde ich mir das antun, die Durchschnittsgröße von allen Schülern? Keine Ahnung, vielleicht habe ich das Problem, dass ich ein Leiberl bestellen muss, und ich nicht weiß, was ich für Größe ich bestellen soll, dann wäre ein Lösungsansatz eben aufgrund des Messergebnisses die Durchschnittsgröße zu berechnen und dann eben ein Leiberl in der Durchschnittsgröße bestellen. Das wäre dann sozusagen meine Anwendung in der Realität. Aber damit ich das eben mathematisch lösen kann, muss ich vor allem einmal verstehen, wie funktioniert denn in diesem Schritt das Beschreiben. Und da muss ich verstehen, wie die Essenz der Arithmetik ausschaut. Und das ist die Essenz. Dieses Dreigespann zu verstehen aus, ich suche mir eine zu beschreibende Eigenschaft, suche mir eine Einheit oder entwickle selbst eine oder was auch immer. Und messt es dann. Oder? Also Größe, Einheit, Eigenschaft. Das funktioniert immer so. Die Beschreibung von Zuständen, also die eindeutige Beschreibung von Zuständen funktioniert immer so. Größe, Einheit, Eigenschaft. Jetzt verrate ich euch was. Die gesamte Physik, also die Physik, die Naturwissenschaft,
die Physik. Zur Beschreibung der Physik, also zur Beschreibung der Natur im Sinne der Physik, im Sinne der Naturwissenschaft Physik, verwendet nur 7 Einheiten. Also es gibt 7, das sind die sogenannten 7 Basiseinheiten. Kann jeder mal im Internet recherchieren. Diese 7 Basiseinheiten reichen, um die Natur im Sinne der Physik zu beschreiben. Diese Basiseinheiten lauten, also das eine ist einmal die Zeit, also die Einheit für Zeit, also die Dimension Zeit. Das ist, wie gesagt, da Dimension Zeit, Einheit Sekunden. Erstens. Zweitens, dann die Länge, Meter. Drittens, Gewicht, Kilogramm. Temperatur, viertens Temperatur, Kelvin. Fünftens, Stoffmenge, Mol. Sechstens, Lichtstärke, Candela. Und dann haben wir noch siebtens, Stromstärke, Ampere. Mehr gibt's nicht. Also wenn ihr jetzt irgendeine komische Einheit im Kopf habt, wie zum Beispiel a Tesla oder was gibt's noch? Herz, was auch immer. Also diese ganzen anderen Einheiten sind eigentlich nur Ableitungen von diesen Basiseinheiten und jede Einheit kann auf diese Basiseinheiten im Prinzip zurückgeführt werden. Und diese Eigenschaften reichen aus, um die Realität zu beschreiben. Für das, was wir eben brauchen. Gut. Das ist jetzt schon ziemlich lang geworden. Also ich wiederhole es jetzt noch einmal. Also anfangen tut es bei der Beschreibung, bei der eindeutigen Beschreibung mit dem ersten Element unseres Werkzeugkoffers zur Beschreibung von Zuständen. Und der funktioniert eben mit Größen, Einheiten und Eigenschaften. Und das ist elementar eben Arithmetik. Und im nächsten Video geht es dann um den Werkzeugkoffer Nummer 2 und der wird verwendet zur Beschreibung von Abläufen. Okay, also Zustände, das ist ein bisschen einfacher, weil da geht es ja nur sozusagen um die Beschreibung von etwas, von einer für mich interessanten Eigenschaft zu einem bestimmten Zeitpunkt. Bei Abläufen wird es ein bisschen komplexer. Dafür reicht die Arithmetik nicht mehr aus. Da fängt es dann an mit Algebra. Das ist dann unser Teil 4 und Werkzeugkoffer-Element Teil 2. Also wenn ihr mehr darüber wissen wollt, dann schaut euch das nächste Video an, Teil 4. Werkzeugkoffer, Element, Algebra. Vielen Dank fürs Reinschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Tschüss.